So, jetzt schauen wir mal. Jetzt bin ich da beim Yachthafen. Hört euch einfach mal dieses Tongeräusch an von diesen ganzen Masten, wo der Wind hier durchpfeift. Ja, man kann auch, wenn man aufs Wasser schaut, sieht man schon Schaumkronen. Man sieht, wie das Wasser, also der Wind das Wasser treibt. Muss ich dann nochmal den Windmesser auspacken, damit ich schauen kann, wie viel Windgeschwindigkeit wir da haben. Aber es sind trotzdem noch einige Leute unterwegs, weil jetzt die Sonne rausgekommen ist, natürlich. Da steht sogar eine Palme da unten. Wir sind nicht in Florida. So, jetzt verlassen wir das St. Anna Land. Guck mal, wo sind wir jetzt? Ja, da bläst er. Das bei Sonnenschein, ne? Würde man gar nicht glauben. Jetzt kommt man, wie gesagt, bilden sich oft ganz schnell so Schauer. Dann kommt die Sonne raus. Aber wie gesagt, an der Rückseite, so wie es geplant war, kommt dann der Wind an der Rückseite dieser Warmfront. Gehe ich mit euch einfach da spazieren. Schauen wir uns ein bisschen die Gegend an. Dann schauen wir mal, was der Wind besser sagt als nächstes. Da haben wir so fahren und da sehen wir auch ein bisschen was. Ich wollte eigentlich vorgehen an den Damm, aber jetzt hat es mich halt hierher verschlagen. Da gehe ich nachher dann rüber noch. So, schauen wir mal. Ja, da bläst es, da merkt man schon eine Fahnen. Sieht man schon, wie sich es bewegt. Die Möwen haben auch einen Spaß. Das leidet auch unter dem Wind. Ja, also die Prognosen stimmen soweit. Die eine oder andere 80er Böe kann dann schon dabei sein auch. Klarerweise. Da ist ein Dach. Das leidet auch unter dem Wind, aber wie gesagt, an der Küste ist man das gewöhnt. Man wird schön durchgepustet. Ja, also die Prognosen stimmen. Da vorne ist so ein Schild, das steht komplett unter Wasser, aber das ist halt wie gerade Flut oder Ebbe ist. Weil der Wind kommt eigentlich von der anderen Seite. Der kann hier nicht so viel ausrichten. Aber es ist natürlich ein bisschen aufgewühlt, das Wasser. Aber erstaunlich, ich hätte mir mehr Schauer vorgestellt. Vorhin waren Schauer. Da hat es stark geregnet. Hat man ein bisschen Struktur gesehen und das ist jetzt mit dem Wind, der eingesetzt hat, wie weggefegt sozusagen. Und es ist strahlend blauer Himmel. Ah, 69! Ja, das heißt, die Prognosen kommen in etwa hin mit 75, waren die Prognosen heute hier. Interessant ist der Mittelwind, der so um die 30 km/h ist. Er sagt oft mehr aus als die Böe selber, weil es reicht oft eine Böe und dann heißt es ja 90 km/h, 80 km/h. Aber der Mittelwind ist fast der interessanteste. Jetzt habe ich gerade eine 72er Böe gerade gemessen vorhin. Aber gut, ich stehe da auf einem Damm
72. Also das ist für die Küste nicht wirklich viel. Aber der Wetterfreund und Wettermensch freut sich. Da bläst jetzt diese warme Düse rein. 15 Grad, auch wenn die Jacke nicht so danach ausschaut, aber es ist ziemlich warm. Es ist ziemlich warm. Wie sagt man in Holland? Dach! Wochen und Dach! Aber ich weiß ja gar nicht, vielleicht sind das auch Ausländer, so wie ich. Ja, lasst es gut gehen. Danke fürs Zuschauen, danke, dass ihr wieder mal reingeschaut habt bei mir. Und bis zum nächsten Mal. Pfiat euch, ciao!